ich möchte schwimmen lernen. Alle brauchen unbedingt schwimmen zu lernen in dieser Welt. Wenn ich war im Boot auf dem Weg von Türkei nach Griechenland, ich hatte wirklich Angst. Das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe gesagt, ich muss unbedingt lernen. In dem Meer, man ohne Schwimmen, das ist gefährlich. Unser Ziel ist erstmal Wassergewöhnung, Wasserbewältigung, eventuell das Seepferdchen zu erlangen, weil viele kommen zu uns und sagen, oh, ich kann schwimmen, wunderbar, spring rein und dann geht es. Oder wie ein Hund. Oder sie gehen tatsächlich unter. Im Wasser zu sein habe ich auch gemacht in Afghanistan, schwimmen, ein bisschen manchmal mit Freunden, aber nicht schwimmen zu lernen, mit dem Ziel auf schwimmen zu lernen, sondern als Spaß haben. Wir versuchen, dass die nachher nur an den bewachten Stellen gehen. In Alamö, wo das leider passiert ist, sind sie an den unbewachten Stellen, also die Nebengewässer, also so kleine Schilfanlagen, da sind sie reingegangen. Aber das gehen wir noch drauf ein. Ich werde Ihnen auch noch Strömung sagen, was eine Strömung ist, weil es sind ja auch welche in der Elbe ertrunken. Die Lehrer sind wirklich nett und die sind wie Freunde. Die anderen habe ich hier kennengelernt. Ich war alleine hier. Und das macht wirklich Spaß.